Liebe Wiesbadenerinnen und Wiesbadener, wir freuen uns und sind auch ein wenig stolz, Ihnen heute den Wiesbadener Bildungsbericht 2019 präsentieren zu können. Er richtet sich an eine breite Öffentlichkeit sowie an ein Fachpublikum aus den Bereichen Bildung und Soziales. Der Wiesbadener Bildungsbericht 2019 ist im Rahmen des Projekts Bildung integriert entstanden. Dabei handelt es sich um ein Projekt des Bundesbildungsministeriums, das Kommunen mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds unterstützt. Ziel der Förderung ist der Aufbau eines datenbasierten kommunalen Bildungsmanagements, kurz DKBM. Bei der Einführung eines datengestützten kommunalen Bildungsmanagements ist das grundlegende Ziel, die Bildungsteilhabe der Bevölkerung zu verbessern, durch die Bereitstellung passgenauer Bildungsangebote für jedes Lebensalter. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fokus gelegt auf eine verstärkte Implementation von Bildungsketten sowie auf die Gestaltung von Übergängen zwischen einzelnen Bildungsabschnitten bzw. zwischen einzelnen Bildungsstationen. Das datenbasierte kommunale Bildungsmanagement umfasst zwei zentrale Aufgaben. Es ist der Aufbau und die Weiterentwicklung eines kommunalen Berichtswesens Bildung und die Stärkung der kommunalen Bildungslandschaft. Bei dem hiermit vorgelegten Bericht zur Bildungsteilhabe in Wiesbaden handelt es sich um ein Element des Berichtswesens Bildung. Insgesamt umfasst das Bildungsberichtswesen drei Module. Es sind die Geschäftsberichte, es ist das Monitoring zur Bildungsbeteiligung und eben der Bericht zur Bildungsteilhabe. Zu den Elementen im Einzelnen. Die Geschäftsberichte der Abteilungen des Amts für Soziale Arbeit und des Amts für Grundsicherung und Flüchtlinge. Diese beschränken sich auf die jeweiligen Geschäftsbereiche, auf den jeweiligen operativen Auftrag. Die Schwerpunkte sind je nach gesetzlichem Auftrag unterschiedlich. Bildung ist bei Ihnen meist nur ein Aspekt unter mehreren und Sie erscheinen in der Regel im jährlichen Turnus. Element 2 ist das Wiesbadener Monitoring zur Bildungsbeteiligung. Es enthält lange Zeitreihen mit Bildungsdaten. Der Fokus liegt mehr auf Beobachtung und Beschreibung, weniger auf der Analyse. Das Monitoring zur Bildungsbeteiligung erfasst bisher nicht das Erwachsenenalter. Mit dem neuen Wiesbadener Bildungsbericht tritt nun ein drittes Element hinzu. Es setzt sich zum Ziel, die einzelnen Handlungsfelder zu verknüpfen, eine qualitative Einordnung der Datenlage zu erreichen sowie eine öffentliche Sichtbarkeit. Auch eine Darstellung der Teilhabeentwicklung ist beinhaltet, sowie das Herausarbeiten wesentlicher Handlungsstrategien. In Aufbau und Fokus hält der Wiesbadener Bildungsbericht einige Besonderheiten bereit im Vergleich zu Bildungsberichten anderer Kommunen. Wichtigstes Merkmal ist der Fokus auf Herkunftsbenachteiligte. Herkunftsbenachteiligung liegt vor, wenn mindestens eines der folgenden Merkmale zutrifft: materielle Armut, zum Beispiel Grundsicherungsbezug, neu eingewandert, also weniger als 2 Jahre in Deutschland lebend, geringe formale Bildung, wie maximal Hauptschulabschluss, kein beruflicher Ausbildungsabschluss. Bei jungen Menschen gilt dieses Merkmal in Bezug auf die Eltern oder eine eigene Beeinträchtigung oder Behinderung. Weitere Erläuterungen zu der Begrifflichkeit der Herkunftsbenachteiligung finden Sie in einer Übersicht auf Seite 22 des Bildungsberichts. In seiner Struktur bewegt sich der Bildungsbericht entlang der einzelnen Bildungsphasen. Dies wird ergänzt durch Querschnittskapitel zu Sozialraum, Integration und Inklusion. Die Kapitel zu den Bildungsabschnitten folgen ihrerseits einem einheitlichen Aufbau. Zuerst wird Rolle des Handlungsfelds sowie der gesetzliche Auftrag der Kommune beschrieben. Es folgt eine Problembeschreibung mit Blick auf Herkunftsbenachteiligte. Es werden die aktuellen Teilziele beleuchtet und auch die Entwicklungsherausforderungen 2020 und folgende. Jedes Kapitel enthält aktuelle Indikatoren sowie eine Weiterentwicklung dieser Indikatoren. Am Beispielkapitel lässt sich dies noch einmal gut nachvollziehen. Zu allen einzelnen Kapiteln gibt es jeweils ein sogenanntes Factsheet oder einen Bildungsbericht kompakt mit den wichtigsten Aussagen im Einzelnen. Auch diese Bildungsbericht-Kompaktbögen sind als Download verfügbar. Damit ist unsere Arbeit am Schreibtisch überwiegend abgeschlossen.
Nun möchten wir gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wir wünschen uns vielfältige Rückmeldungen, intensive Diskussionen und natürlich die Umsetzung unserer Schlussfolgerungen. Hierfür wird es in den kommenden Wochen und Monaten eine Reihe von Veranstaltungen, öffentlich sowie für Fachpublikum, geben. Unterdessen nehmen wir gerne Anregungen und Kritik zum Wiesbadener Bildungsbericht 2019 entgegen unter bildungsmanagement@wiesbaden.de. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf Ihre Rückmeldung.